Und Modi hat eigentlich Redekunst 75. Okay, das sollte mir wahrscheinlich jetzt irgendwas sagen. Das wird jetzt irgendwie. Ist wahrscheinlich ein Insider aus Skyrim. Ich habe Skyrim nie gespielt, Modi. Und bei Gronkh habe ich tatsächlich nur die ersten 10, 12 Parts geguckt. Danach habe ich aufgegeben. Das ist halt irgendwie. Ja. Also ein bisschen Basiswissen. Tja, ich wollte es, ich habe es mir vorgenommen, bei Gronkh das komplette Projekt zu gucken, aber ich habe irgendwie, ich habe es dann aus den Augen verloren. Also es wäre nicht so, dass ich irgendwie gesagt hätte, ja, keinen Bock mehr drauf. Ich habe es einfach, es war anderes in meiner Abo-Box und dann habe ich gesagt, nö, hab was für 4/5. Du erstellst dir jetzt gefälligst einen Epic-Account und lädst dir World of Warcraft-Set kostenlos runter. Kannst du vergessen. World of War meint er, nicht World of Warcraft. World of War-Set. Ein Epic-Account werde ich mir nicht erstellen. Kannst du getrost vergessen. Nein, Edna, aufhören! Du darfst, dass wir. Harvey, ich glaube. So. In diesem Bild ringt Captain Unbrauchbars Handy in der Schlange vorm Arbeitsamt. In der Schlange. Verstehe. Okay, ich habe einen Plan. Wir bringen der Schlange einen Cocktail. Aber das Schirmchen tarnen wir als Obst und das Obst als Cocktail. Und wenn sie sich dann am Obst verschluckt, überfahren wir sie mit dem Motorrad. Jetzt brauchen wir nur noch das Motorrad. Es sollte rot sein. Großartig. Klingt nach einem Plan. Okay, ich habe einen Plan. Wir gehen in die Politik und verfassen ein Gesetz, das alle Schlangen Brombeeren verwandelt. Na, richtig Sobald so. das Gesetz verabschiedet ist, Da bin ich springen wir hinter dabei. dem Parlamentsgebäude hervor. Der Rest ist warten und Brombeeren pflücken. Die, die nach Wasserschlauch schmeckt, ist unser Kandidat. Ich weiß nicht. Ich hasse Brombeeren. Dann muss ich dich leider ausschalten, Edna. Du gefährdest den Plan. Mordi wünscht sich auch noch Dwarfall 2. Das Kribbel.io für Streamer. Da haben wir ein Problem, ich bin kein Streamer. Ich streame zwar gerade, aber ich bin kein Streamer. Gibt einen Unterschied. Einen entscheidenden Unterschied. Zwischen Streamer sein und streamen. Okay, ich habe einen Plan. Du wirfst deinen Fußnagel in die Luft. Wenn die Schlange danach schnappt, greife ich sie mir beim Hals und erwürge sie. Beim Hals? Oh, ach so. Vergiss es. Sehr schön. Okay, ich habe einen Plan. Wir kneten ein Brot um den Kleiderhaken. Und wenn die Schlange dann Marmelade drauf schmiert, beißen wir rein. Aber dann sind wir in unsere eigene Falle getappt. Der Plan ist nicht perfekt, na und? Von dir habe ich noch gar keine Vorschläge gehört. Sehr schön. Tja. Okay, ich habe einen Plan. Wenn die Schlange die Wand hochkrabbelt, stülpst du das Glas drüber. Aber sie krabbelt Über die nicht. Schlange. Geduld. Ein Glas über eine Schlange stülpen. Klar. Okay, ich habe einen Plan. Wir verkleiden den Strohhalm als Schlangentänzerin. Wenn die Schlange dann hypnotisiert mit ihrer Rassel klappert, laufen wir einfach weg. Selbst wenn dein Plan aufgeht, wir hätten nichts gewonnen. Aber auch nichts verloren. Stimmt auch wieder. Okay, ich habe einen Plan. Noch ein. Du lenkst die Schlange ab. Ich telefoniere derweil mit dem Anwalt der Schlange. Wir reden über dies und das und wenn ich aufgelegt habe, bin ich so aufgewühlt, dass ich nicht mehr weiß, wie der Plan angefangen hat. Toll. Sowas finde ich lustig. Mein Humor. Oh, oder wir schneiden die Schlangen auf. Auch eine Möglichkeit. Mehr Haut. Was? Mehr Haut. Aha, verstehe. Warum gibt es eigentlich noch kein... Nur für Aha. Und? Salge. Interessant. Lüberl. Faszinierend. Ich komme erst die Luft. Da.
widerlich. Lecker. Und dazu noch dieses famose Zischen, wenn der Zucker den Zahnschmelz anlöst. Muss sein. Das gehört in jeden Stream. Aha, ein Guck mal, Harvey, Reflexion. Das ist doch mein böser Zwilling aus der Paralleldimension. Ich glaube, er hat uns noch nicht gesehen. Lass uns ihm eine Falle stellen. In diesem Bild kämpft Captain Unbrauchbar gegen das ungekämmte Haar seines bösen Spiegelbilds. Das muss ja bekämpft werden. Das ist ja wirklich bekämpfenswert. Gut. In diesem Bild putzt Captain Unbrauchbar seine Ultraschall-Ohrstöpsel. Jo. Bespucken. Was? Ein bisschen Wasser trinken. Ja. Jetzt habe ich Wasser in der Ohrmuschel. Tja. Ein bisschen Wasser reinfüllen. Da ist immer noch ein Fleck. Raus, verdammter Fleck. Raus, sage ich. Aha. Der ist sauber genug. Verstehe. Willst du baden, Harvey? Igitt, nein. Das dachte ich mir. Nein. Ich möchte, dass das Blut meiner Feinde an der Klinge bleibt. Aha. Das hatten wir schon. Hey, das ist kein... Du solltest... Hä? Weil nur... Ich kann... Noch kann ich... Warum nur? Ich dachte, die Verwirrung... Du musstest... So, was ich nicht machen wollte, ist das hier. Nein, die würde nur Rost ansetzen. Stimmt. Am Waschbecken die Fußnägel schneiden. Wie spießig. Stimmt. Großartig. Na dann. Den nutzlosen Raum verlassen. Dafür, dass dieser Raum so unbedeutend ist, haben wir viel zu lange dran verschwendet. Zum Flurende. Aber hier gibt es noch einen Raum, den wir in der Tür, die wir betreten wollen. Geht zur Tür. Ach dir, das ist die Tür. Die vierte Tür können wir ja nicht. Gibt's nur den Raum hier. Und den Raum hier. Sehr interessant. Na dann gehen wir mal zum Flurende. Oh! Wo sind wir denn hier gelandet? Wer seid denn ihr? Hallöchen. Dann rede ich mal mit Hoti und Moti. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Na klar. Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Ja, und sicher. Unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. An Hotis mandelförmigen Augen. Und dann, also seine so sehr japanisch wirkende Hautfarbe und seine, ja, mandelförmigen, ja, okay.
Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Aber mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Ich hatte die ganze Zeit hier das Fenster vom OBS offen. Hab gehofft, dass es sich sehr gut hinter dem Streamchat versteckt hat. War das die ganze Zeit zu sehen? Ich habe es jetzt gerade erst geschlossen. Ich hoffe nicht. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja. Ja, ist klar. Er war schon immer ein wenig verrückt. Er studiert Kunstgeschichte in Paris und er war der Verrückteste. Verstehe. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Ja, stimmt. Wird viel zu warm mit zwei Pullovern. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Wir brauchen die Decke. Irgendwie brauchen wir die Decke. Ich habe schon eine Idee, wie wir das machen. Hau rein! Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Warum benutzt du eigentlich die Spielaufnahme? Fensteraufnahme plus Browserquelle für den Chat. Ich mache hier Desktop-Aufnahme. Das ist irgendwie, ja. Ist mir besser vertraut. Das andere weiß noch nicht, wie es geht. Ist einfacher. Spielt ihr Polo? Oh, schon lange nicht mehr. Es ist nicht so einfach, siamesische Zwillingspferde zu finden. Na, der Chat ist ja eine Browserquelle. Der Chat ist als Browserquelle hier rechts eingeblendet. Und das Spiel ist vom Bildschirm gefilmt. Habe ich ein bisschen seltsam zusammengemacht. Ich habe eine Idee. Ihr seid frei. Wow. Was ist das? Was hast du nur getan? Bist du Chirurg oder sowas? Ja, bestimmt. Ja, die Idee zu Hoti und Moti, zu den siamesischen Zwillingen, die sich eigentlich nur den einen Pullover teilen, ist ungewöhnlich gesellschaftskritisch. Und deswegen ist es auch gar nicht weiter verwunderlich, dass die Idee zu den beiden gar nicht von mir stammt, sondern von meinem guten Freund und damaligen Helfer in allen dramaturgischen Fragen, Erkan Yilmaz, der sehr viel Spaß dran hat. Ich glaube, ich habe nicht ganz verstanden, worauf er hinaus wollte. Deswegen geht die gesamte Gesellschaftskritik um die beiden verschiedenfarbigen siamesischen Zwillinge hier den Bach runter. Peinlich. Aha. Aber war. Die Idee, die ich dazu beigesteuert habe, ist Brody, der siamesische Drilling, der aber gar nicht da ist, der Kunstgeschichte in Paris studiert. Gut. Wir wollen hier noch alles mit allem kombinieren. Wollt ihr einen Comic lesen? Lieber nicht. Wir kriegen uns immer beim Umblättern in die Wolle. Das glaube ich. Jetzt seid ihr aber frei. Braucht ihr einen Kugelschreiber? Eigentlich bräuchten wir zwei. Wir spielen gerne Sudoku gegeneinander. Sudoku gegeneinander? Ja. Aber Moti schummelt. Tu ich nicht. Er denkt sich irgendwelche Zahlen aus. Das sind Eskimo-Zahlen. Ja, gut.
Ja, Spielaufnahmen, das wäre vielleicht besser. Passt auch so. Ich glaube, bei Spielaufnahmen müssten wir noch ein bisschen was... Wollt ihr meinen Strohhalm haben? Ein bisschen was einrichten ist das dafür. Ist eine Spezialanfertigung für siamesische Zwillinge? Ich mache lieber das Stop. Woran würde ich die erkennen? Dings. An der USB-Schnittstelle und der digitalen Überdruckanzeige. Was für ein Ding? Oder einfach an den zwei Mundstücken. Ich fürchte, es ist ein schnöder Einmannstrohhalm. Dann kannst du ihn behalten.